Ich bin eben einfach mal so sitzen geblieben, denn ich habe gerade die vorherige Folge abgedreht und ja, bockschwer heißt es ja im Titel. Ist es wirklich bockschwer gewesen? Ich hatte ja gesagt, dass ich am Samstag das Tournament gemacht habe, Rathaus 3 bis Rathaus 7 Turnier, und ich bin mit dem Zweisocken immer noch in einem der beiden Clans, die ich, oder in einem der Clans, die ich hier bestreamt habe. Ihr seht das hier: ISR-Event gegen die Kampf-Barbos und ISR-Event gegen die Olos Solman LGN. Und ich glaube, das erste hatte ich ja gestreamt. Ich meine, 7-4 Leute bei einem Fünfer-Clan-Krieg. Ihr seht das selber. Es ist bockschwer gewesen. Es ist bockschwer gewesen. Man glaubt es gar nicht. Das liegt einfach daran, dass man zwar im Rathaus 3, 4, 5, 6, 7er Bereich viel, viel farmt, um weiterzukommen, aber man spielt viel zu wenig Clan-Kriege. Wenn sogar keine. Und dann kommen solche Sachen dabei raus, wie hier beim Peking. Wir gucken mal in die Wiederholung rein. Man muss dazu natürlich wissen, ich mache noch mal kurz auf Pause, es war keine Clanburg erlaubt. Also der Angreifer durfte keine Clanburg nutzen. Und die Verteidigung durfte aber Clanburg drin haben. Allerdings war dann bei der Verteidigung die Clanburg immer ein tiefer. Also 7 spendet 6, 6 spendet 5, 5 spendet 4, 4 spendet 3. Und dem 7er durfte alles gespendet werden. So war das. Also dann wieder von unten nach oben. Und dann ist es echt mal schwer. Da musste man sich ultra Gedanken machen, weil Rathaus 3-Bereich hier, da hast du einfach als stärkste Truppe deine Mauerbrecher. Das ist die letzte Truppe. Und da musst du schon zusehen, dass du zu irgendetwas kommst. Also hier, der hat natürlich jetzt den ersten Ballon bekommen, hier der Dreier, denn er konnte ja von einem Vierer gespendet bekommen. Also einen Ballon ist da in jedem Fall drin gewesen, und er muss sich jetzt hier mit Bogenschützen wehren. Und ihr seht das, das werden immer weniger, ne? Das werden immer weniger. Aber er schafft es. Er schafft es sehr, sehr gut und muss aber jetzt gegen den bockschweren Bogenschützenturm und gegen den gegen zwei Kanonen und auch gegen den Minenwerfer dort gehen. Jetzt gehen die erst gegen den Minenwerfer, denn dann danach kann er dann erst die anderen Truppen setzen. Also der Minenwerfer muss fallen. Falls ihr euch an das Tutorial erinnern könnt, was es ja gibt, es gibt ja so ein Tutorial zu spielen, dort immer schön erst die Riesen vor, und wenn der Minenwerfer weg ist, dann könnt ihr auch die anderen Truppen spielen, je nachdem, wohin hier die Kanonen schießen. Aber Doppelkanone auf die Riesen hier, da ist das Rathaus jetzt leider nicht mehr drin. Ich bin im Livestream immer hier hingegangen und habe den Leuten gezeigt: Pass mal auf, das ist die Range der Kanone. Es wird nichts, muss man leider so sagen. Denn die laufen da jetzt gleich rein, die Bogenschützen hier in den Kreis. Also, und eine Kanone und auch der Bogenschützenturm hier wird jetzt gleich schaffen. Und deswegen bleiben das hier einfach mal 0%. Bockschwer, oder? Probiert das mal selber aus. Macht euch ein neues Dorf und probiert mal selber aus, dort im CK gegen Maxed Out euresgleichen zu bestehen, ohne dass ihr eine Clanburg nutzt. Also ohne dass ihr da dicke Loons drin habt. Oder dicke Riesen oder was auch immer, oder Hogs oder so, sondern probiert das wirklich mal so. Es ist wirklich, wirklich schwer. Ich hätte selber nicht gedacht. Aber auf der anderen Seite scheint es ja doch zu funktionieren. Okay, wir gucken mal. Elia hier. Elia Nummer 5 war das. Ah, ne, Elia TH3. Oder das Dorf ist nicht so gut. Das kommt natürlich ganz drauf an. Oder die Def ist nicht so gut. Aha, der hatte hier schon mal keine Lufttruppe drin. Das macht es vielleicht dann wieder ein bisschen einfacher mit 10 Riesen, zwei Mauerbrechern und 10 Bogenschützen jetzt noch. Okay, den Barbaren hat er da gesetzt. Die lässt er auch echt bis zum Ende laufen hier. Aber dann vergisst er auch keine Bauhütte. Also noch ist hier alles relativ tutti. Jetzt kommen die Bogenschützen hier. Er hat noch 3. Und jetzt kommen hier unten aber schon die 8. Die 8. Na, wie heißen sie? Riesen. Die 8 Riesen rein, alle Riesen jetzt drin. Und schön aufgemacht hier beide Mauern für die Kanonen. Da wird jetzt wahrscheinlich nur der Bogenschützenturm nicht fallen, aber hier hinten hat er die kleinen Bogenschützinnen, die jetzt außerhalb der Range dann des Bogenschützenturms sind. Und somit konnten das hier 2 Sterne werden. Hier tickerte halt nur die Zeit runter. Aber ihr seht selber, wie schwer das war. Der Bogenschützenturm ist super getankt.
von den Riesen, nur macht er auch gut Gas hier mit 2 Bogenschützen auf den Turm. Und die kleinen Riesen noch, die gehen halt Stück für Stück drauf, schaffen jetzt noch die Mauer, aber die schaffen den Bogenschützenturm, glaube ich, nicht mehr da so viele Trefferpunkte. Gleich sind noch 2 Riesen da, oder war es ein Timefail? Lass mal gerade checken, wenn die nämlich jetzt so ein bisschen, oh, die gehen nicht auf den Bogenschützenturm. Nein, der fällt. Okay, das war ein Timefail, Leute. Ah, alles klar, das ist ein Timefail. Da hat er sich nur ein bisschen mit der Zeit verschätzt, weil die müssen hier echt die großen Lager noch machen. Ja, und die Clanburg, die hat ja auch so viele Trefferpunkte. Ganz geschweige vom Rathaus, was ja auch noch ein bisschen was hat. Also 3 Minuten reichen hier dann nicht. Er hätte es geschafft. Er hätte es geschafft mit ein bisschen mehr Zeit, sehe ich gerade. Das habe ich gerade verkannt, weil ich den Angriff auch nicht gesehen habe. Denn ich habe das erste Match gestreamt gehabt, nicht das zweite Match. Oder zeige ich gerade aus dem ersten? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Was ist eure Meinung hier? Habt ihr Bock auf solche Action hier? Dann guckt wieder rein, dann melde ich mich sicherlich wieder. Habt ihr keine Mucke gehabt? Okay. Melde ich mich sicherlich wieder. Aus dem Tournament-Turnier vom Rising Star Tournament, also aus dem Turnier, was dort im Moment gespielt wird, denn es macht schon Laune. Und es gibt ja schon einige dort in den Streams, die gucken nicht nur wirklich Clash of Clans wegen Clash of Clans, sondern die gucken einfach Clash of Clans, weil der Streamer da ist. Was der da macht, ist eigentlich egal, ob der sich nackig macht, ohne Maske in den Baumärkten rumläuft oder Clash of Clans spielt. Völlig Latte. Finde ich aber auch ganz, ganz gut so. Oder er gerade mal ins Telefon musste. Ja, manchmal, dann kann ich halt nur Mucke spielen lassen. Und deswegen finde ich das ganz gut. Und ich hoffe, das Format hat euch auch ein bisschen gefallen. Ich meine, Leute, es ist Clash of Clans. Ich weiß, es ist kein High-Level-End-Content. Es ist halt einfach dieses Casual-Gaming, was ich so an den Tag lege. Und da ist auch eigentlich die Rathausstufe völlig irrelevant, würde ich jetzt mal so sagen. Im oberen Bereich sah das schon ganz anders aus, obwohl hier auch nur 2 Sterne geholt wurden, aber hier wurden 3 Sterne geholt. Also der Lückenfüller hier, 3 Sterne mit 200 Truppen. Wir gucken mal, was er gemacht hat. Ich kann mir schon vorstellen, was er gemacht hat, ja. Mit Hogridern, ich würde auch Hogrider nehmen. Keine Drachenleute. Auch wenn er 7 ja Drachen hätte, nehmt sie nicht. Nehmt lieber die sicheren Hogrider. Denn hier stehen 3 Luftabwehren und die stehen sehr, sehr gut. Der Feger steht natürlich okay, aber die 3 Luftabwehren werden euren Drachen, die ihr nur auf Level 1 habt, sicherlich wegballern oder, auf Level 2 könnt ihr sie maximal haben. Sie gehen dann ja auf Rathaus Level 8 auf 3. Okay, Mauerbrecher hier mit rein, noch ein paar mehr. Hat er erstmal einen Testmauerbrecher geschickt. Und jetzt gehen die Riesen hier mit rein. Magier dahinter, die haben halt viel Trefferpunkte. King geht hier auch halt in die Mitte Richtung gegnerischen King. Und dann kann das hier gleich sicherlich mit den Hogs losgehen. Hogrider ist eine gute Wahl, kann ich euch sagen. Das hier ist jetzt eine typische Kombi mit Tanks. Also mit den Riesen davor und dem King. Kann man auch anders spielen, indem man wirklich nur die Clanburg lockt, mit ein paar Bogies wegmacht und dann hier Mass Hogs spammt. Je nachdem, wie einen der Barbarenkönig König verfolgt. Aber schön hier am Flächenzauber noch keinen Heil gesetzt. Der Heil kommt jetzt erst und die Hogs sind wieder fully live. Ein Heilzauber hat er auch noch, den Kreis kann er auch sehr, sehr schön legen. Unten bleiben, bisschen bei Fläche. Vielleicht zweckt dann auch. Ich kann mir vorstellen, er zweckt den hier weg. Ja, macht er auch. Die Clanburg. Entschuldigt bitte, ich bin am Stick ran. Die Clanburg wird gerade nochmal in Heilung gebracht. Und dementsprechend
sind das hier aber schöne 3 Sterne. Also so kann man es machen. Und wenn ihr so ein bisschen mehr aus dem Turnier sehen wollt, dann müsst ihr bei mir an dem Wochenende dranbleiben. Denn ich glaube, die spielen hier nur Freitag, Samstag, Sonntag. Glaube ich. Ich muss mal in die Spielpläne gucken. Deswegen werden wir vermutlich auch nur an den Wochenenden hier so ein bisschen was raussehen. Wir machen auch ein bisschen was anderes, habe ich letztes Mal auch gemacht, aber für die Mittwochsfolge sollte das gewesen sein. Ich wollte mich auch nur mal gemeldet haben, dass sowas auf meinem Kanal auch noch kommt, auch wenn es manchmal uninteressant erscheint, aber im Turnier hier war das ein mega Spaß für alle Beteiligten und man hat schon gesehen, es ist Bock schwer. Rathaus 14 war gestern, Rathaus 3 bis 7. Das ist bockschwer. Okay, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ah, wir sind schon wieder über 10 Minuten. Mist, ich muss euch leider Werbung schalten. Aber egal, es sei mir gegönnt und euch auch. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns heute Abend, kann ich ja jetzt schon sagen, im Livestream. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Richtig viel Liga, richtig viele verschiedene Rathausstufen ab Rathaus Level 10. Also, bis dahin. Danke, euer Toto. Clasht.